Herzlich willkommen bei neckermann.de. Herzlich willkommen bei neckermann.de. Mein Name ist Anne Scholz. Was darf ich für Sie tun? Ostermanns FKK Sauna Club. Schönen guten Tag. Ich habe ein Problem mit der Bestellung von unseren Handtüchern. Wir haben die lange Saunanacht. Wir haben 12 große bestellt. Jetzt kriegen wir nur 12 kleine Handtücher. Und die Kollegin, die es versammelt hat, die ist ein bisschen außer sich. Ich darf sie mal verbinden mit ihr. Ja, bitte. Auf einen Augenblick. Danke. Sehr gut. So, Überraschung ist jetzt, wir gehen nicht zu ihr, sondern zu dir, Staubmelodian. Okay, ja. Und du bist auch so fast eine Sie, okay? Bisschen. Okay. Ah, toll. Lass uns sparen. Super Idee. Okay, Achtung, Ruhe. Ja. Ostermanns Sauna Club. Guten Tag, herzlich willkommen bei neckermann.de. Mein Name ist Hannes Scholz. Ich wurde jetzt verbunden an Sie. Ich habe gerade noch einen Kunden hier vor mir an der Theke. Sorry, ich bin sofort wieder bei Ihnen. Ich muss nur gerade den Kunden noch kurz bedienen. Ich bin sofort wieder bei Ihnen, ja? Ja, natürlich. Einen Moment bitte. Ja, sehr gut gemacht. Gut. Bitte warten Sie. Aktuell befinden sich 3 Frauen und 4 Männer in unserer finnischen Sauna mit automatischem Hot Chocolate Aufguss. Wir freuen uns, auch Sie bald in unseren Saunen begrüßen zu dürfen. Jetzt wollt's machen. So, nochmal hier der Saunaclub. Entschuldigung, es ist wirklich extrem viel los heute. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich wurde an Sie verbunden, weiter verbunden. Es ging um eine Bestellung um Saunatücher, glaube ich. Oho, dann weiß ich, worum es geht. Das ist die Kollegin vom Service. Die hat die garantiert bestellt. Da stelle ich Sie ganz fix mal rüber, ja? Danke. Danke Ihnen. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Wir lassen das ein bisschen in der Schleife. Sauna-Club. Wir unterhalten sich über den Sauna-Club, ne? Männer. Dann jetzt bist du dran, pass auf. Ja, Tag schön, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Hannes Scholz, ich rufe von neckermann.de an. Eigentlich wurde ich angerufen von Ihnen aus und ich wurde dann wieder an Sie verbunden. Herr Scholz, ich habe ein Riesenproblem. Ich habe bei Ihnen Badetücher bestellt für unseren Saunaclub. Wir haben hier die tolle erotische Nacht, Saunanacht. Mhm. Und das Problem ist, es sind wirklich nur die Kleinen angekommen. Was können wir jetzt da tun? Nennen wir bitte Ihre Kunden, oder? Ich glaube, ich habe die gar nicht da. Darf ich Sie noch mal ganz kurz mit dem Herrn Ostermann verbinden? Der hat die direkt auf seinem Tisch. Okay, wie Sie möchten. Vielen herzlichen Dank. Ja, nett ist er. Diese Woche ist Tropica Aufgusswoche. Morgen mit stündlichem Tutti Frutti Mango und Tropical Papaya Aufguss. Ostermanns FKK Sauna Club. Ich mache jetzt mal einen Proleten oder sowas, ja? Ja, ja. Aha, verwirren ihn. Ja, sehr schön. Achtung. Ostermann. Guten Tag, mein Name ist Hannes Scholz. Ich rufe von neckermann.de an. Eigentlich bin ich angerufen worden von Ihnen aus. Es geht da, glaube ich, um eine Bestellung. Ja, mit wem hast du denn gesprochen? Wie bitte? Mit wem hast du denn gesprochen hier in Haus? Mit wem ich gesprochen habe? Ja, ich glaube mit einer Dame. Die hat mich dann an Sie verbunden, damit ich von Ihnen Ihre Kundennummer nochmals angegeben kriege. Ach so, ja, das ist hier ja die Jacqueline. Ja, die hat mit die Handtücher die Geschichte, die großen und die kleinen, ne? Genau. Da stell ich mal kurz zum Chef rüber, ne? Okay. Oh, ja, der weiß Bescheid. Augenblick. Ja, sehr gut. Clever sparen Schwabenwochen in Ostermanns FKK Sauna Club. Zahlen Sie den doppelten Eintritt und Sie bekommen einen Saunabonus von 5 Minuten. Super. Ich glaube, der schwitzt auch ohne Sauna gerade. Wir lösen ihn, oder? Ja, ja. Okay, Achtung. Ostermann? Guten Tag, mein Name ist Hannes Scholz, ich rufe von neckermann.de an. Eigentlich wurde ich angerufen von Ihnen aus. Ja, wir haben doch telefoniert vorhin. Ja, ich wurde wieder an Sie wieder zurückgestellt. Ja, aber Sie haben jetzt die großen Handtücher, liefern Sie die jetzt? Ja, ich habe noch nicht einmal Ihre Kundennummer erfahren können, von keinem Ihrer Mitarbeiter. Hat Ihnen die, wurde wieder an Sie zurückgestellt. Hat Ihnen die Chantal die Nummer nicht gegeben? Nein. Wenn ich kurz darauf hinweisen darf, Sie sind gerade verbunden mit Ostermanns Rache der Wartenden und wir sind Hitradio Antenne 1. Aha. Und wir sind Ostermann und die Morgencrew. Super.